Spielübersicht, Ballgefühl und Mut. Das zahlt sich aus in dieser so wichtigen Phase für Marlene Weingärtner. 30-15. Zwei Satzbälle, Marlene Weingärtner. 40-50. Der Ball ist aus. Satzgewinn für Marlene Weingärtner, die hier jetzt ganz anders über den Platz läuft als im ersten Satz. Sie glaubt an sich, sie weiß, sie hat die Chancen und das ist schön mit anzuschauen. Ein Satz beide. Wer hätte das nach den ersten sechs Spielen geglaubt? Und diese Amelie Mauresmo, die ist verwundbar. Schön zu wissen im Übrigen, meine Damen und Herren, dass heute zu Beginn der zweiten Turnierwoche bei den Australian Open noch zwei Vertreter des Deutschen Tennisbundes im Rennen sind. Marlene Weingärtner, die wir hier sehen. Und dann warten wir natürlich auf den großen Auftritt von Tommy Haas. Tommy Haas, Roger Federer. Es geht um den Einzug in die Runde der letzten acht. Entweder oder. Deutschlands Nummer 1 oder der Schüttler-Bezwinger aus der Schweiz. Haas gegen Federer gleich. Es dauert noch einige Minuten, bis es zu diesem Spiel kommt. Es gibt ja hier Verzögerungen durch den Regen in Melbourne in diesen Tagen. Wir erwarten dann noch ein Spiel, ein weiteres Spiel in der Damenkonkurrenz, bis es zum Showdown zwischen Tommy Haas und Roger Federer kommt. Wir haben eben die Trainerin von Amelie Mauresmo gesehen, Alexa Deschamps-Balleret. Die beiden haben sich ja vor Beginn dieser Begegnung, hier sehen wir sie links vorne, die junge Dame mit dem blauen Hemd. Die beiden haben sich ja vor Beginn dieses Spiels in den Katakomben auf dem Parkplatz des National Tennis Centers aufgewärmt, haben sich einen Football zugeworfen, viel Beinarbeit dabei absolviert. Und an der Beinarbeit scheint es zu hapern. Zu große Schritte bei Amelie Mauresmo. 0 beide im dritten und entscheidenden Satz. Marlene Weingärtner vielleicht jetzt mit mehr als nur Außenseiterchancen. Break für Marlene Weingärtner. Mit deren Spiel die Französin überhaupt nicht mehr zurechtkommt, die sich da auf lange Grundlinienduelle einlässt. Amelie Mauresmo, und da hat sie im Moment schlechte Karten. Und es kommt auf sie alleine drauf an. Kann sie smart bleiben, kann sie ruhig bleiben, kann sie ihr Spiel durchziehen. Marlene Weingärtner, 1-0 Führung, Satz Nummer 3. Thank you.
links die Trainerin Alexia Deschamps-Valery. Hat hier vor 3 Jahren noch selber in der Hauptkonkurrenz gespielt. Und sie muss miterleben, wie sie mittlerweile völlig von der Rolle ist. Sie kann überhaupt nichts mehr mit dem Spiel von ihr hier anfangen, von Marlene Weingärtner. Die Weltrangliste 9. Amelie Morismo hat Schwierigkeiten, den Ball überhaupt ins Feld zu spielen. Und ich bin gespannt, ob sie es schafft, hier ihr Spiel zu ändern. Sie hin und wieder jetzt versucht, häufiger nach vorne zu gehen. Dort hinten an der Grundlinie hat sie keine Chance in dieser Phase der Begegnung. Unglaublich. Schön zu erleben, die Variation im Spiel von Marlene Weingärtner. Und schau an, plötzlich ein Stopp. Fast immer ein direkter Gewinnschlag im Frauentennis. Die rechnen überhaupt nicht damit. Einstand. Schade.